Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, heute sehe ich mal ein wenig anders aus, aber ich hatte es ja schon in der letzten oder vorletzten Folge sozusagen angedroht. Und zwar habe ich den Epi gefunden, der mich heute beißen wird. Und ja, ich werde das Ganze jetzt einfach mal so unkommentiert stehen lassen, beziehungsweise ihn jetzt nicht extra noch in Discord oder so weiterholen. Wir befinden uns jetzt aktuell gerade hier in Riften. Das ist in Rift hier ganz rechts, also hier dieses Örtchen in der Nähe vom See. Und da oben, wo die Markierung ist, wo er steht, da befindet sich der Schrein. Wir reiten mal eben zusammen dahin. Würde ich sagen, so geht es dann nämlich am einfachsten. Und zwar reitet ihr einfach vom Wegschrein, der war jetzt gerade hinter uns, das habe ich jetzt nicht gezeigt, reitet ihr einfach hier durch. Und könnt dann hier an dem Haus vorbei im Endeffekt grobe Linie geradeaus reiten. Beziehungsweise hier durch dieses kleine Tal durch. Und ich glaube, der Epi ist sich jetzt gerade noch am Aufladen, wenn ich das richtig sehe. Dann würde ich sagen, warten wir einen kleinen Moment, bis er fertig ist. Und ja, dann hole ich euch sofort wieder hinzu. So, wir müssen uns dann einmal hier an diesen, ja, Schrein stellen. Es hilft auch, wenn ihr in einer Gruppe seid. Wenn natürlich nicht irgend so ein Vollidiot sich dazwischen stellt. Also das hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Da muss ich jetzt mal den Namen einblenden. Old Primul wollte jetzt unbedingt meinen Biss abfangen. Das ist wirklich bescheuert. Ich hoffe, weiß ich nicht, wie ich es so oft gehört habe, dass du auf einen Legostein trittst. Nein, ich bedanke mich erstmal beim Epi, er hört es nicht. Und ich werde dann hier erstmal das Ganze lesen. Und zwar... Schweinefleisch kann ich auch nehmen anscheinend. Die uralte Schriftrolle. Welpe, ein Abkömmling Hyrcines, hat euch für würdig erachtet, an seiner großen Jagd teilzunehmen. Ihr müsst euch vor Hyrcine als Jägerin beweisen, ehe ihr euch in unseren Rudel anschließen dürft. Wenn es euch der Seele einer wahren Jägerin mangelt, dann kehrt in die Stadt zurück und sprecht mit einem Priester des Akai. Der Herr der Bestien duldet weder Feiglinge noch Narren. Andernfalls dürft ihr durch das Portal in Hyrcines Reich reiten. Folgt dem großen Jäger Songmadir, um euch uns anzuschließen. Oh mein Gott, schwieriges Wort. So, wenn ihr das gelesen habt, kommt dann ein Portal und da könnt ihr dann hindurchgehen. Das Ritual, dem ihr euch unterziehen werdet, ist so alt wie die Sterne. Der Vater der Tiermenschen verlangt Tribut, genau wie ich. Ich bin sein Rudelführer. Kniet am Altar unseres Meisters, lauscht seinen Worten. Achtet auf mich, Welpe. Ihr befindet euch jetzt in meinem Jagdrevier. Ihr wollt Macht, aber habt ihr auch den Willen dazu? Der Gott der Intrigen hat eure Seele verkostet. Ihr kommt verdorben und falsch zurück. Jagt, sucht einen Tribut, der eurem Rudel angemessen ist, bringt ihn zur Strecke und heult dann nach euren Brüdern und Schwestern. Wenn das Rudel euch akzeptiert, werden sie fressen und ihr werdet euch ihnen anschließen. Und jetzt erfahrt meine Kraft. Ja, was sagt dann Sumgam dir? Oh Gott. Trödelt nicht. Der langsame Jäger fängt seine Beute niemals und ich kann diesen Durchgang nicht für immer offen halten. Was sollte ich noch gleich tun? Hyrcine verlangt einen Tribut.
Hirsine verlangt Fleisch. Er schlagt die größte Bestie, die ihr finden könnt, und heult dann für eure Brüder und Schwestern. Wir werden uns gemeinsam an der Beute laben. Falls Hirsine euren Tribut annimmt, dann seid ihr eine von uns. Ja, das werden wir jetzt machen. Eine kleine Sache möchte ich euch allerdings sagen. Solange ihr euch hier in diesem Bereich befindet, werdet ihr nicht zurückverwandelt, es sei denn, ihr drückt auf die Ulti. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch funktioniert, wenn man die Ulti als Werwolf nicht drin hat. Da bin ich mir jetzt nicht sicher. Solltet ihr die aus Versehen ausgelöst haben, also sprich, dass ihr kein Werwolf mehr seid, könnt ihr einfach mal hier wieder die Runde machen, das zeige ich euch gleich, um die Gegner anzugreifen und damit dann am besten mit leichten Angriffen, das geht am schnellsten, habe ich festgestellt, damit dann wieder genug Kraft zu sammeln, damit ihr die Ulti wieder betätigen könnt. Das zum einen. Und zum anderen, das hier ist eine super Gegend, um den Werwolf zu leveln. Ich werde das heute nicht machen. Ich werde euch allerdings zeigen, wie das Ganze geht. Das heißt, wenn ihr wirklich Werwolf werden wollt, wäre es am besten, wenn ihr so eine Dreiviertelstunde, Stunde mitbringt, euch beißen lasst und dann hier in diesem Gebiet levelt. Was ihr nicht machen dürft, ihr dürft nicht da hinten rausgehen oder euch ausloggen oder so, weil ich glaube, dann seid ihr auch hier komplett raus, wenn ihr euch jetzt ausloggen solltet. So, wir müssen... Er hat es wieder nicht richtig angenommen. Ich liebe es. Unter Jagdgründe findet ihr das Ganze dann für Sines Gabe. Wir müssen ein Opfer finden. Das sind Bosse hier drin. Das sind nicht diese kleinen Tierchen, die hier überall verstreut sind, sondern das sind Bosse. Jetzt habe ich gerade vergessen zu gucken, welches Level ich eigentlich habe. Deswegen schaue ich mich jetzt hier mal so ein bisschen um. Also da hinten an dem Wasserfall, da ist normalerweise eine Schlange. Die haben wir jetzt aber offenbar nicht. Dann gehe ich mal eben hier oben gucken. So, es wäre auch schön, wenn ich so ein bisschen treffen würde. Wir haben einmal den Ansprung, wie wir jetzt gerade gesehen haben, und dieses Brüllen. Übrigens, ihr levelt tatsächlich das, was ihr tragt, ne? Also zwei Waffen werden jetzt gelevelt, nicht irgendwie der Werwolf oder so. So, dann schauen wir mal, ob wir hier oben denn unseren Gegner... Die erhalten übrigens ganz tolle Sachen, ne? Also Ahorn... Heilstäbe und so weiter. Ja, hier oben ist ein Gegner. Ich war jetzt lange Zeit nicht mehr drin. Ich glaube, hier war das Mammut hier vorne. Und ganz am Anfang, wo wir reingekommen sind, wenn wir da rechts hochgegangen wären, da ist auf jeden Fall so ein Wamazu. Oder Wasmazu. Ich weiß nicht, wie die Viecher heißen. Die auf jeden Fall diese Blitze machen. So, ich muss ein bisschen aufpassen, weil ich bin sehr, sehr klein vom Level her. Wenn der mich einmal falsch trifft, dann... ich habe ja keine Heilung jetzt. Genau, mach das mal schön in die andere Richtung. So, komm. So, und jetzt drücken wir E zum Heulen. Und unser Rudel kommt. Das ist ganz wichtig. Ihr dürft natürlich nicht vorher fressen. Jetzt schieben sie mich hier alle weg. Aber jetzt darf ich mit X verschlingen. Vorausgesetzt, ich kann jetzt hier noch... Ah, jetzt darf ich es analysieren. So, fresst mit eurem Rudel. Das wäre auch abgeschlossen. Der Welpe ist zu einem Wolf geworden. Beugt euch mir, Jägerin, und erhaltet wahre Kraft. Heißt nichts anderes als, wir laufen jetzt wieder zurück. Ich will die jetzt noch nicht triggern, weil die werden jetzt noch wichtig werden für den Weg, wenn wir gleich eine Runde machen, um euch mal zu zeigen, wie man hier am besten levelt. Das heißt, wir gehen hier wieder zum Anfang. Und leider sind wir auch gleich kein Wolf mehr. Akzeptiert ihr meine Führung?
Ja, wir verneigen uns vor Hesine. Einst ein Welpe, jetzt ein Wolf. Einst die Beute, jetzt die Jägerin. Das Blut des wahren Jägers und das Rudel sind nun euer. Sie sind nun eure einzige Familie, eure einzige Verpflichtung. Weidmanns Heil. Und wie ihr seht, wir haben die Fertigkeitslinie Werwolf damit erhalten. Sind leider aber wieder wir selbst. So, das ist jetzt der große Nachteil. Also was heißt Nachteil? Was ihr jetzt machen könnt. So, Lykantropie haben wir bekommen. Wenn man jetzt auf K drückt und dann auf offene Welt, dann habt ihr hier den Werwolf drin. Übrigens auch, wenn ihr Vampir werden wollt. Das werde ich dann später, ich denke mal spätestens, wenn wir nach Kluftspitze kommen, werde ich mich auch mal bei irgendeinem zum Vampir beißen lassen. Der Werwolf an sich, das ist hier oben die ultimative Fähigkeit. Da braucht ihr keinen Punkt für. Den könnt ihr so reinziehen. Die einzelnen Fähigkeiten, die ihr allerdings hier vom Werwolf erhaltet, da müsst ihr natürlich dann entsprechend viele Punkte reinsetzen. Also jeweils zwei. Und ihr habt hier unten bei Blutmond, erlaubt es euch einmal jede Woche einen anderen Spieler an der Ritualstelle mit Lykantropie anzustecken und diesen so zu einem Werwolf zu machen. Da müsstet ihr dann entsprechend, glaube ich, auch einen Punkt reinsetzen. Obwohl hier hinter steht jetzt mittlerweile, dass man da keinen Punkt mehr reinsetzen muss. Das ist für mich persönlich jetzt neu. Ich habe auch lange nicht mehr mit Werwolf gespielt, muss ich sagen. Anscheinend erreicht er das jetzt mittlerweile automatisch, wenn ihr Rang 6 erreicht. Weil bei den anderen stehen Punkte dahinter und bei dem nicht. Verschlingen ist das, was wir gerade gemacht haben. Erlaubt es euch, Leichname zu verschlingen, immer natürlich, während ihr eine Werwolfgestalt seid, um die Dauer eurer Werwolfverwandlung zu erhöhen und euer Leben wiederherzustellen. Jede Sekunde, die ihr darauf verwendet, einen Leichnam zu verschlingen, bringt euch 3 zusätzliche Sekunden für die Werwolfverwandlung und stellt 8% eures maximalen Lebens wieder her. Jeder Leichnam kann bis zu 4 Sekunden lang verschlungen werden. Also mit anderen Worten, man kann quasi auch unterbrochen werden oder es halt eben selber abbrechen. Schlimmsten Fall. So, was jetzt wichtig ist, dass wir natürlich nicht den Bären drin haben, wir sind ja Stamina-Hüter, sondern dass wir den Werwolf reinmachen. So, der ist allerdings nicht ganz aufgeladen, weil wir den ja jetzt schon mal benutzt haben. Das heißt, wir müssen jetzt im Prinzip hier einmal so eine Runde drehen und da ist es, könnt ihr natürlich machen, wie ihr wollt, aber da laufe ich immer so die gleiche Runde, sage ich mal. Ich fange da mit dem hier, wenn ich von oben komme, an. Ach so, und ihr könnt auch recht gut hier leveln, wenn ihr größer werden wollt. Also, sprich Stufenaufstiege. Allerdings jetzt nicht so dramatisch, aber auch so was ihr unten drin seht, also mit den Sturzflug und die Pilze und so weiter, diese Skills. Die könnt ihr eigentlich auch ganz gut damit leveln. Dann gehe ich normalerweise immer zum Wasser runter, erledige den hier einmal. Lauf dann nach hier oben. Jetzt muss ich dazu sagen, da sind, glaube ich, normalerweise 2. Einen haben wir, glaube ich, eben schon gekillt, als wir da durchgelaufen sind. Tja, die Animation ist ja jetzt so komisch geworden und der Ton auch irgendwie seltsam. Dann hier oben ist nochmal einer, aber anscheinend sind die wieder zurück. Wobei ich dachte, dass unten 2 wären, aber ich kann mich auch täuschen, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Dann mache ich hier oben die hier oben stehen. Warte ich einen kleinen Moment. Ich habe dummerweise halt einen sehr, sehr kleinen Char jetzt genommen. War aber mein einziger Stamina-Char hier auf dem Account. Deswegen habe ich mir gedacht, na komm, nimmst du den. Komm, hau den einmal, dann ist der auch schon mal weg hier. So, das sind dann die beiden hier oben, die ich dann mache. Dann mache ich den hier hinten immer. Ich gehe also wirklich einmal so komplett die Runde rum. Renn noch nicht weg, du wirst so oder so sterben. Ich habe zwar einen kleinen Char, aber das heißt nicht, dass ich nicht angreifen kann. Ich kann schlechter angreifen, aber ich kann nicht gar nicht angreifen. Jetzt muss ich allerdings einen kleinen Moment warten, weil er halt auch sehr wenig
Ausdauer natürlich hat. So. Dann, danach greife ich halt eben immer die beiden hier oben an. Nerv mich nicht, sonst kriegst du einfach die Mütze. So. Dreh mich dann um, lauf dann hier runter. Greif den erstmal an. Ihr könnt natürlich auch die Leute zusammenziehen, wenn ihr größer seid. Oder anders herumlaufen. Also das ist euch relativ, also ist mir relativ gleich, beziehungsweise euch selbst überlassen. Ich habe mich übrigens vertan. Ich glaube, hier oben war das mit dem Wamazu, beziehungsweise... ja doch, das war sonst auch mal hier oben. Also hier oben, meine ich, ist der gewesen. Dann haben wir hier noch zwei von diesen Harpien. Die ein bisschen nervig sein können, muss ich dazu sagen. Gerade wenn man noch klein ist. Also zu klein würde ich nicht unbedingt hier reingehen. Gegenstand ist nicht mehr vorhanden, aber mitnehmen können wir ihn trotzdem. Ich finde das auch immer sehr logisch. Ja, dann nehme ich den linken hier auf jeden Fall noch mit. Könntest du vielleicht mal da stehen bleiben, wo ich hinziehe. Dankeschön. So, sonst gibt es also auf die Nase. Beziehungsweise auf die Schnauze. Hier sind drei. Ich hoffe, dass ich damit jetzt nicht so die Probleme kriegen werde. Weil, wie gesagt, mein Char ist sehr, sehr, sehr klein. Ich warte jetzt nochmal eben, bis das aufgeladen ist. Das ist, glaube ich, eh Magika. Ach nee, das ist noch Magika. Ich habe das noch nicht umgewandelt in Stamina, so wie es aussieht. Oh, Schande über meine Haut. Tatsächlich, das ist Magika. Oh, ich habe es gar nicht gesehen. Ich habe es tatsächlich gar nicht gesehen. Es tut mir leid. Okay. Dann habe ich zwar auch nicht viel mehr. Aber dann kann ich das vielleicht ein bisschen besser handhaben, ja? So. Zack. Nicht über mich drüber fliegen. Hallo? Geht's noch? So, da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Hier sind nämlich auch nochmal zwei. Das rechte ist meine Stamina. Wollte ich nur mal nochmal erwähnt haben. Die geht natürlich jetzt auch entsprechend langsamer hoch, habe ich irgendwie das Gefühl. Aber ich kann trotzdem jetzt nicht angreifen, wenn die nicht aufgeladen ist, weil es sind halt zwei Gegner. Und ich habe die Sachen jetzt, also die Skills so drin, dass sie halt eben leveln. Gerade am Anfang. Da ich niemals grinde, um zu leveln, es sei denn natürlich, ich gehe irgendwo ins Schwarzrosengefängnis oder so. Ja, muss ich dann halt damit vorlieb nehmen, dass ich nicht zu viel Schaden am Anfang mache. Dann gehe ich bei den beiden hier immer vorbei, schnapp mir hier die beiden Krokodile. Ja, und dann im Endeffekt warte ich dann da oben auch schon wieder, dass ich eine neue Runde mache. Ich mache die beiden noch eben hier platt. Der ist tot. Hallo? So, da haben wir dann alles. Und hier vorne sind sie jetzt schon wieder neu. Also jetzt ist es sehr schnell gewesen. Manchmal brauchen die dann auch einen Moment, aber ihr seht hier vorne quasi der Anfang von meiner Runde. Die sind jetzt wieder alle neu drin. Ja, und das könnte ich jetzt, ich schätze mal, so zwei Runden machen. Dann müsste normalerweise der Werwolf aufgeladen sein. Dann würde ich auf die Werwolf-Taste drücken und in der Werwolf-Gestalt, das ist ganz wichtig, in der Werwolf-Gestalt müsst ihr dann hier nochmal an den Leuten bzw. an den Tieren Schaden machen. Also nicht so, wie ihr jetzt seid in eurer normalen Gestalt, sondern wenn ihr den Werwolf aufgeladen habt, wieder die Werwolf-Ulti drücken, damit ihr dann halt wieder dieser große, starke Werwolf werdet, den wir eben gesehen haben. Und in dieser Gestalt, da ist es auch egal, ob ihr kurze Angriffe macht oder wie ihr kämpft. Hauptsache ist, ihr müsst dann immer so eure Runden hier drehen und in der Werwolf-Gestalt dann die Gegner immer wieder platt machen. Dann levelt ihr, gerade auch noch, wenn ihr dann noch eine Schriftrolle drin habt oder ähnliches natürlich, dann levelt ihr im Vergleich zum normalen Spielen euren Werwolf unheimlich schnell auf 10. Also auf Level 10 war es, glaube ich. 10 oder 12. Auf jeden Fall auf Max-Level.
Das kann ich euch wirklich nur empfehlen. Wenn ihr die Zeit habt, so eine Dreiviertelstunde, Stunde hier mal immer wieder im Kreis rumzulaufen, weil es dauert natürlich was, bis die Gegner dann wieder da sind. Wie gesagt, dass der jetzt wieder da ist, war ich auch ein bisschen überrascht drüber. Vielleicht haben sie es auch ein bisschen geändert mittlerweile, das weiß ich nicht. Mein letzter Werwolf, weiß ich nicht, ist ein oder zwei Jahre her, glaube ich, dass ich da mal einen gelevelt hatte. Weil ich den nicht so wirklich oft benutze. Aber ich spiele halt auch sehr selten mit Stamina-Chars. Ich spiele auch mit Stamina-Chars, aber ja, eigentlich, wie gesagt, sehr selten. Ich bin halt so der typische Magiker-Char. Ich bin der typische Fernkämpfer mit langen Angriffen und so. Und das ist halt genau das Gegenteil eigentlich von einem Stamina-Char. Ich weiß, es gibt auch Bogenbuilds, aber... Naja, die langen Angriffe mit dem Bogen, wer es selber mal ausprobiert hat, wird mir da zustimmen, sind gefühlstechnisch ganz anders, als wenn man einfach nur den Stab drückt und man sieht halt, wie der quasi so aufgeladen wird und so. Und ja, ist halt einfach nichts für mich, bin ich ganz ehrlich. Aber diesen Tipp wollte ich euch auf jeden Fall nochmal geben und jetzt habe ich doch sehr lange geredet, ohne Punkt und Komma, wie es bei mir halt immer so üblich ist. Dass ich daraus auf jeden Fall eine Einzelfolge machen werde. Und eine Sache kann ich euch höchstens noch sagen, wenn ihr soweit fertig seid, also wenn ihr den auf Max-Level gelevelt habt, doch, bin ich hier richtig? Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt alles ausgeschaltet habe hier, wenn ihr den auf Max-Level hochgelevelt habt, den Werwolf, dann geht ihr einfach wieder hier raus und das kann ich euch auch mal kurz zeigen. Weil wenn ihr einmal hier rausgeht, seid ihr im Bankorei. Das ist ja sehr unlogisch, weil ihr halt in Rift reingekommen seid. Aber hier im Bankorei kommt ihr aus. Hier könntet ihr euch theoretisch auch beißen lassen. Ich weiß nicht, warum man immer nach Bankorei rauskommt. Also bei mir war es, glaube ich, noch nie anders. Ich bin immer hier gelandet. Aber dann wisst ihr auch schon mal, wo dieser Werwolfschrein ist. Und zwar ist das hier, ja, hier oben rechts, relativ mittig noch, oberhalb von der aufgegebenen Festung. Die habe ich jetzt hier mit dem Account nicht. Da befindet sich der Schrein. Er kommt ja allerdings nur hier von der Seite von dem Wasser aus hin. Wenn ihr nun in Bankorei, wo ihr jetzt rausgekommen seid, hier oben zu dem kleinen Dörfchen oder großen Dörfchen immerfort reist... Und da zur Magiergilde geht, die ist dann hier vorne. Wenn ihr dann von der Tür aus gesehen einfach nur geradeaus lauft, dann könnt ihr mit Prälat Sabinus sprechen. Möge Arkai die Dunkelheit für immer zurückdrängen. Da könnt ihr dann sagen, dass ihr kein Werwolf mehr sein wollt. Und er sagt dann, okay, dann bezahlt mich dafür. Ich möchte jetzt nicht aus Versehen irgendwas drücken, weil ich möchte halt den Werwolf behalten. Aber da könnt ihr dann draufklicken und dann fragt er, glaube ich, noch einmal und sagt, bezahlt mir, ich weiß es nicht. Also bei kleineren Chars war es damals, glaube ich, auch nur wenig, irgendwas mit 26 Gold oder so. Bei Champion Chars sah die Sache allerdings anders aus. Da habe ich irgendwas mal an die 600 oder 800 rum bezahlt, als ich tatsächlich mal gebissen wurde. Allerdings, ich glaube, es war von einem Vampir. Also sprich, wenn ihr kein Werwolf mehr sein wollt oder halt eben auch kein Vampir mehr sein wollt, dann könnt ihr halt hier hinkommen und mit ihm sprechen. Ich bin mir nicht sicher, ob das für jede Magiergilde gilt, aber auf jeden Fall findet ihr den hier im Bankorei. Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer danke fürs Zuschauen. Und in der nächsten Folge gibt es dann natürlich wieder das normale Let's Play, was dann weitergeht. Und ich sag mal, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.